Ich weiß nicht, was das ist. Kein Mensch fragt mich, so wie ich will. Da hinten habe ich lauter Besoffene gesehen, die jubeln, was Zeug geholt. Und hinten liegt einer, der muss übel sein. Ja, da wäre ich wieder in meiner lieben Werkstatt. Das sind Erinnerungen für mich. Da an dem Platz da, da habe ich einen Tisch gemacht und ich habe die Füße vergessen. Ja, meine Gedanken, die waren bei der Betty. Und da an dem Platz, da habe ich Kastenschläge an einer Spuckdrüher genagelt. Weil meine Gedanken waren nicht bei der Arbeit. Oh, ich war ein Stockfisch, dass ich nicht geredet habe. Mir geschert rechts, wenn es schon längst den Wirten geheiratet hätte. Was will er da? Wir geben nichts. Nein, ich wollte nur. Eine Arbeitssuche tut wie am Kane und heute schon gar nicht. Heute haben wir Hochzeit, also weiter da. Wer hat geheiratet? Weiß nicht, was ihm das angeht. Der Herr Strudel, der Wirt vom Goldenen Lockerl, hat geheiratet. Gerade eben war die Kopulation. Wem hat er geheiratet? Die Mamsel Hobelmann. Krokodilie, ich bring die um! Herr Hupel, er will mich verschlungen! Was gibt's denn da? Meister Hohlmann. Seh, Lein? Lein? Du bist wieder da? Na, das freut mich. Betty, komm geschwind. Der Lein ist wieder da. Nein, wo ist er? Ich will sie nicht sehen. Ich kann sie nicht sehen. Wo ist er? Ach, Johann, endlich ist er wieder zurück. Ist das auch recht, dass er so lange auf sich wartet? Na, nein, zurück, junge Frau. Vater, was ist ihm denn? Ja, das wird sie wieder geben. Gott, Johann, ich bin so froh, dass er wieder da ist. So froh. Das muss ich gleich dem Strudel erzählen. Ja. Oh, Strudel! Der Strudel liegt beim Morgen wie ein Knie. Er schaut etwas abgeschoben aus. He? Wohl nicht für abgesteckt in der Fremd. Na, sehr froh, dass er wieder da ist. Ich habe einen Plan mit ihm. Oh, jetzt geht der Leim aus dem Leib. Mit mir plant sie gar nichts mehr. Meine Peppi! Ah, ist es das? Ja, mein lieber Johann. Er hat ja damals, wie er so unerwartet fortgegangen ist, geschrieben, er wird aus Bosheit heiraten. Ja, das habe ich nur aus Bosheit geschrieben. Ich bin so ledig, wie ich nur kann. Ich hätte meine Tochter umgebracht, wenn er nicht gewesen war. Allein für das hätte er sich's mal verdient. Aber er hat ja nichts geredet. Oder hat er gehabt, dass ich ihn um Gottes Willen bitten soll, dass er das Mal heiratet? Oh, ich war ein Esler. So was kommt nur alle Jahrtausend einmal auf die Welt. Seht, meine Freunde, da ist er. Willkommen. Ja, nicht sehr schön von ihm, dass er uns damals so abgedacht ist. Der Dickwanst foppt mich noch. Das ist zu viel. Ja, Sie haben's nötig, dass Sie mich aufziehen wollen. Pfui Teufel, ich schammert mich. Heiraten? Mit dem Bauch? Sie sollten sich lieber zwischen Ihre Weinfässer setzen. Von den Korns? So platt ist wie Sie und so lang saufen, bis Sie liegen bleiben und im Keller. Besser frei gescheiter als am ehrlichen Kerl da oben auf Gold, sei lieb auf Fischen. Nein, jetzt sei aber still. Wie kann er denn einen respektablen, ehrenfesten Mann in meinem Haus so traktieren? Ja, ehrenfester Mann. Ja, geh ja her da, ich muss ja mir erst die Gesellschaft vorstellen. Oh, ich kenn alle. Das ist mein Freund und Bundesbruder Strudel, der Bräutigam. Jetzt eigentlich schon mehr Ehemann, ne? Das ist meine Tochter Peppi, die Kranzeljungfrau. Ja, die Kranzel! Jungfrau? Und das ist Anastasia Hobelmann, die Tochter meines leiblichen verstorbenen Bruders, gegenwärtig ehrenfeste Strudel. Da bin ich schon, Strudeli. Die Peppi ist also nicht mehr im Haus. Ist noch frei? Du bist also noch mein? Peppi, du bist Korn in den Strudel? Nein, das gehört schon mir! Oh, meine Gänse, bitte erlauben Sie, dass ich Ihnen die Hand küsse. Und Sie, mein bester, liebster, schönster, goldener Herr Strudel, ich hab Ihnen jetzt so lieb, als man nur die Peppi nicht heiratet haben. Bitte verzeihen Sie, ich war ein Flegel. Ich begreife gar nicht, wie ich hab schimpfen können über diese respektable Westengegend. Sie sind so schön, so proportioniert. Da ist gar kein Bauch. Was hast du genommen? Und Sie, bester Schwiegerpapa. Halt.
Der hat ja sein Wort noch nicht angebracht. Nicht angehalten um die Hand. Oh, Peppi. Himmlische Peppi. Ich sollte böse sein, Johann. Ja, ja, ich verdien's. Du hast mir viel Kummer bereitet. Und das nur durch meine Dummheit, weil ich nichts gerettet habe. Du hast mir das Leben gerettet, ich bin dein. Halt! Da habe ich auch noch ein paar Tränen zu reden.